Hey mein Freund, schön, dass du wieder hier bist. Am Samstag heute möchte ich dir eins der besten Werkzeuge mitgeben, das ich die letzten Jahre über benutzt habe, um mich als Mann weiterzuentwickeln. Denn du weißt ja, hier auf Manpower geht es nicht mehr nur um Flirten, um Dating, sondern auch um deine Entwicklung hin zu dem besten Selbst, das du werden kannst. Und deswegen hier eines der wertvollsten Werkzeuge, das auch du in Zukunft nutzen solltest, wenn du es nicht schon nutzt, um dich als Mann effektiv und schnell weiterzuentwickeln. Du kennst das vielleicht, diesen Spruch, dass die meisten erfolgreichen Leute oder allen erfolgreichen Leute eine Sache gemeinsam haben, nämlich, dass sie sehr viel lesen, dass sie sehr viel kommunizieren. Und das ist auch eine Sache, die ich immer viel gemacht habe. Klar, wenn du lernen möchtest, wie die erfolgreichsten Leute in irgendeinem Bereich, ganz egal welcher Bereich das ist, vorgehen, dann liest du halt, liest vielleicht deren Biografien, liest deren Bücher mit deren Tipps und dann weißt du halt besser Bescheid, so wie du vielleicht auch schon mal mein Buch, die Zeus-Methode, gelesen hast. Wenn du das noch nicht kennst, ist der zweite Link in der Beschreibung. Der erste Link in der Beschreibung ist nämlich gleich etwas anderes. Lesen hat aber einen Nachteil, und zwar sind erstens die Menschen sehr lesefaul. Das finde ich sehr schade, weil ich lese zum Beispiel sehr, sehr gerne. Hat aber auch den Nachteil, dass es ein großer Zeitfaktor ist. Und da gibt es eine ganz, ganz tolle Sache, die du nutzen kannst, die ich dir hier einfach empfehlen will, die auch ich schon seit Jahren nutze, nämlich die Hörbuchplattform Audible, die von Amazon, also Amazons eigene Hörbuchplattform Audible. Und dort findest du einfach zu fast jedem Thema ein Hörbuch. Du findest fast jedes Buch, was du in Buchform kaufen kannst, auf Audible als Hörbuch. Hörbücher haben den gigantischen Vorteil, dass du einfach immer, egal was du machst, passiv mit dieses Hörbuch hören kannst. Du bist im Training, im Fitnesscenter und du kannst nebenbei noch etwas lernen über Finanzen. Ja, du bist gerade im Wartezimmer beim Arzt und du kannst nebenbei noch irgendwas lernen. Du sitzt im Zug und kannst nebenbei noch irgendwas lernen. Du läufst gerade, machst einen Laufworkout und kannst nebenbei noch irgendwas lernen über irgendein ganz anderes Thema, Flirten. Ja, du bist unterwegs und willst ein paar Frauen ansprechen und während du unterwegs bist und nach Frauen ausschaust, die du ansprechen willst, lernst du nebenbei noch ein bisschen was über Finanzen, Gesundheit oder was auch immer. Also, das kannst du dir so vorstellen. So ist vielleicht dein normales Wachstum an Wissen, an Lernen, an Besserwerden. Und mit Audible, beziehungsweise nicht Audible speziell, aber mit Hörbüchern kannst du das Ganze halt massiv steigern. Also kannst du diese Erfolgskurve massiv steigern. Das hat zusätzlich den Vorteil, und das würde ich dir auch empfehlen, dass du die Hörbücher auf erhöhter Geschwindigkeit hören kannst. Mittlerweile höre ich alles, auch YouTube-Videos. Ich gucke die auf mindestens 1,5-facher Geschwindigkeit. 2 ist manchmal zu viel, das kommt drauf an. Wenn du meine Videos auf 2 guckst, kriegst du wahrscheinlich die Krise, weil ich relativ schnell spreche. Ja, mich guckst du wahrscheinlich höchstens auf 1,25. Aber wenn du das noch nicht kennst, in den YouTube, ist eine Funktion in YouTube, dass du das Video schneller stellen kannst. Und das ist eine ganz hilfreiche und ganz wertvolle Funktion. Und das kannst du eben auch mit Hörbüchern machen. Ja, du kannst sie auf 1,5-facher Geschwindigkeit hören. Und so kannst du zum Beispiel ein Hörbuch in der Zeit, wo du vielleicht als Buch gelesen hast davon, kannst du das Hörbuch 2-mal durchgehört haben und die Informationen einfach noch tiefer verarbeitet haben. Der andere Vorteil von Audible, und deswegen kann ich das wirklich nur empfehlen, und das ist sowieso eine Sache, die ich schon lange empfehlen wollte, die ich euch schon lange empfehlen wollte, ist, dass es super günstig ist. Audible kostet, glaube ich, 5 € im Monat oder 9,99 €, höchstens 10. Und du kriegst dann immer ein gratis Hörbuch pro Monat, also ein Buch ist sowieso gratis und ein Buch kostet auch ungefähr 10. Aber du kriegst auch alle anderen Hörbücher für 9,99 € statt für den vollen Preis von, keine Ahnung, manchmal kosten die 50 € oder so. Und im ersten Link in der Beschreibung habe ich dir mal einen Link gepackt. Da kannst du dir sogar für, ich glaube, für einen Monat gratis Audible holen, kannst dir ein gratis Hörbuch ausleihen. Also du kannst einfach Audible in den Account machen, hier erster Link in der Beschreibung, kriegst ein gratis Hörbuch und einen gratis Monat und probier es einfach mal aus. Guck mal, wie es dir gefällt. Ich kann das wirklich nur empfehlen, denn Hörbücher sind eine ganz großartige Möglichkeit, um dich halt weiterzuentwickeln. Eben mit dem Hintergedanken, ich erwähne es nochmal, dass du von den Besten in dem Feld, in dem du lernen möchtest, auch lernst. Ja, egal, ob es jetzt Flirten, Fitness, Finanzen oder sonst etwas ist. Du kannst halt eben nicht schnell vorankommen, wenn du dir nicht anschaust, wie die Leute es machen, die bereits jetzt erfolgreich sind. Ja, das heißt, kopier deren Sachen, mach sie nach und mit der Zeit entwickelst du dann auch deine eigene Strategie. Ich habe das zum Beispiel im Coaching gerade mit jemandem. Ich habe Coaching-Gespräche mit dem und dann sage ich dem, was ich an der Stelle machen würde oder was ich sagen würde, und der kopiert das tatsächlich 1:1. Der geht dann dahin, kopiert das 1:1, benutzt tatsächlich meine Sätze, und mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo er einfach seine eigenen Sätze benutzt, weil er mittlerweile verstanden hat, wie das funktioniert. Also das ist der Sinn dieser Sache. Ja? Ich habe damals mit Büchern angefangen, ich lese immer noch sehr viele Bücher, ich höre sehr viele Hörbücher. Du kannst es überall hören, im Zug, überall, und deswegen kann ich nur jedem, der hier zuschaut, empfehlen, sich einen Audible-Account zu machen für, keine Ahnung, ich glaube, es ist 9,99 €, kann man, dass es 4,99 € dann ist. Es ist einfach lächerlich wenig und du lernst so viel. Du kannst in einem Jahr
kannst du, keine Ahnung, jede Woche ein Hörbuch durchhören und hast dann 56 Bücher in einem Jahr konsumiert. Und dann kannst du dir vorstellen, wie das mit deiner Entwicklung vorangeht, ganz egal in welchem Lebensbereich. Ja, sei nicht einer dieser faulen Menschen, der sich nur vor dem Fernseher hockt oder nur vor Netflix hockt, sondern baller dir ein paar Hörbücher rein. Lies meinetwegen auch die Bücher. Hauptsache, du konsumierst ein bisschen sinnvollen Inhalt auch mal. Und wenn du jetzt noch nicht an dem Punkt bist, an dem du sein willst, in irgendeinem Lebensbereich, dann kann ich dir nur empfehlen, dich erstmal mit der Literatur dieses Lebensbereichs noch mehr auseinanderzusetzen. In manchen Bereichen ist das halt super wichtig. Nämlich Finanzen, Fitness, das sind so Bereiche, in denen solltest du auf jeden Fall mal vorher was gelesen haben, bevor du zur Tat schreitest. Ja, beim Flirten ist das was anderes. Na, du könntest theoretisch direkt losgehen und anfangen zu flirten und müsstest nicht unbedingt was gelesen haben. Viele Leute machen das aber trotzdem. Und deswegen kann ich Hörbücher nur sehr empfehlen. Und das war das Video dieses Themas. Hörbücher, erster Link in der Beschreibung, kannst du dir einen Audible-Gratis-Account sichern für einen Monat. Kannst dir ein gratis Hörbuch runterladen. Wie gesagt, wenn du mein Buch Die Zeus-Methode noch nicht kennst, das kannst du dir mal auf Amazon anschauen, im zweiten Link in der Beschreibung. Und damit bin ich durch mit dem heutigen Video. Also wirklich eine ganz starke Empfehlung. Besorgt euch das. Das bringt eure Lernkurve so nach oben, statt dass sie so flach mit der Zeit verläuft. Und eine Sache wollte ich übrigens noch ansprechen, wo ich gerade dabei bin. Du hast vielleicht gesehen, dass in letzter Zeit meine Thumbnails, also diese kleinen Bildchen, die zu meinen Videos gehören, und auch meine Titel von den Videos, ein bisschen aggressiver sind, ein bisschen clickbaity sind, wie man so sagt. Also darauf ausgelegt, dass viele Leute darauf klicken. Und mir ist ganz wichtig, dass ihr hier meine regelmäßigen Fans auf dem Channel Folgendes versteht, weil Clickbait kann oft bei den Menschen falsch ankommen und die Leute sind dann angenervt. Lies einfach den Titel des Videos und du weißt, worum es geht. Diese Clickbait-Titel, diese Clickbait-Bilder, die mache ich nicht, weil ich deswegen einen schlechteren Inhalt in den Videos mache, sondern die mache ich deswegen, und ich will einfach, dass du verstehst, warum ich das tue. Die mache ich deswegen, weil meine meisten neuen Leute auf dem Channel kommen über Videovorschläge. Ja, das heißt, das Erste, was die sehen, ist ein Bild. Und deswegen fokussiere ich mich gerade sehr darauf, die Bilder so zu optimieren, dass halt sie sehr shiny sind, sehr farbig sind und Leute halt einfach draufklicken. Ne? Nur, dass du mal verstehst, warum du jetzt neuerdings immer diese Bilder und vor allem auch diese neuen Titel siehst, die immer ein bisschen extrem rüberkommen. Ja, an der Qualität der Videos wird sich nichts verändern. Das wirkt vielleicht am Anfang ein bisschen extrem auf dich, aber denk dran, das ist nicht auf dich ausgerichtet. Es geht hier nicht darum, dich irgendwie an die Leine zu bekommen, sondern es geht darum, dass neue Leute auf den Channel kommen, dass unsere Community, die Manpower-Community, weiter wachsen kann. Und das wollte ich dir einfach mitteilen, Thema Transparenz. Und ansonsten, wie gesagt, empfehle ich dir Audible und Hörbücher allgemein oder Bücher, wenn Hörbücher nicht ein Ding ist, empfehle ich dir sehr. Dazu auch zwei Startempfehlungen, wenn du überlegst, welches Buch du dir zuerst holen möchtest. Und so kann ich dir zum einen empfehlen How to Win Friends and Influence People von Dale Carnegie. Also da lernt man, und da möchte ich auch nochmal ein spezielles Video zu machen, da lernt man, wie man richtig mit Menschen umgeht und wie man Leute positiv beeinflussen kann und wie man allgemein sich einen großen Freundeskreis aufbaut. Eins der wertvollsten Bücher überhaupt. Und dann ein Buch, das ich jetzt erst vor kurzem gehört habe, was auch enorm wertvoll ist, wo ich auch nochmal ein separates Video zu machen werde, nämlich The Six Pillars of Self-Esteem, also die sechs Säulen des Selbstwertgefühls von, ich glaube, Nathaniel Brandon, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Und anbei kann ich dir auch nur empfehlen, die ganzen Hörbücher auf Englisch zu hören, wenn das für dich passt, wenn du Englisch einigermaßen beherrschst, weil im Original, also vieles geht in der deutschen Übersetzung halt verloren, und gerade, ich habe mal ein Tony Robbins Buch in Deutsch gehört, das war ganz schrecklich, weil in Englisch spricht er das halt selbst, und wenn du Tony Robbins mal gehört hast, er spricht halt so, yeah, und der deutsche Übersetzer war halt so, ja, das ist das und das ist deine Psychologie und das und das. Und das ist einfach nicht das Gleiche. Deswegen, wenn du Englisch einigermaßen beherrschst, dann hol dir die englischen Hörbücher. Und selbst wenn du noch nicht so gut in Englisch bist, hol dir trotzdem die englischen Hörbücher und lerne das ein bisschen dadurch. Du kannst zusätzlich dein Englisch aufbessern, was eine super geile Sache ist. Schön, dass du dabei warst hier am Samstag. Hier links kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für einen der letzten Coachingplätze dieses Jahr bei mir bewerben. Und unten links in der Ecke geht's zum letzten Video auf diesem Channel. Schau da oben links vorbei. Da habe ich dir drei große Erfolgs-Mindsets verraten, die du kennen musst. Schaut also mal vorbei. Schön, dass du dabei warst hier am Sonntag. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Bis dahin. Ciao.